Und das ist auch deshalb so zentral, weil sich in den letzten Jahren rassistische Vorfälle, bei denen zum Beispiel Frauen mit Kopftuch, sie öffentlich beschimpft wurden oder gar attackiert wurden, diese Vorfälle haben sich gemehrt. Gleichzeitig sehen wir auch, was die strukturelle Diskriminierung von Migrantinnen, Migranten in der Gesellschaft, konkret auch am Arbeitsmarkt betrifft. Diese Diskriminierung ist weiterhin eklatant hoch und sehr offenkundig. Und ich würde da gerne ein ganz konkretes Beispiel nennen. Eine Studie der Johannes Kepler Universität Linz, die hat vor kurzem gezeigt, dass bei gleicher Qualifikation und identischem Lebenslauf Österreicherinnen und Österreicher etwa 1,5 Mal so häufig zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden wie Menschen mit türkischem Migrationshintergrund und sogar doppelt so häufig wie Personen aus Nigeria, das heißt Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Das heißt, das war ein konkretes Feldexperiment. Man hat einfach den exakt gleichen Lebenslauf an unterschiedliche Personalabteilungen verschickt. Der einzige Unterschied war das Foto bzw. der Name, ein österreichischer Name oder ein Name, der eben auf einen Migrationshintergrund schließen lässt. Was das ganz deutlich gezeigt hat, was diese Studie gezeigt hat, ist, dass struktureller Rassismus und Xenophobie nicht nur aktuell in den USA ein Thema sind, sondern eben auch bei uns in Österreich. Und sie dürfen nicht mehr länger als Kavaliersdelikte abgetan werden. Hier hat die neue, die türkis-grüne Bundesregierung sehr viel Handlungsbedarf auch. Und ich glaube, so fair muss man hier sein, um ganz offenkundige Versäumnisse der Vergangenheit aufzuholen. Es braucht klare, konsistente Signale, gerade von Seiten der öffentlichen Behörden, dass eben Menschenrechte auch für ausländische Staatsangehörige nicht verhandelbar sind und dass die Wahrung und die Achtung dieser Menschenrechte auch Teil unseres österreichischen Selbstverständnisses